Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Throne of Baal. Ja, wir sind im dritten Stockwerk der wachenden Festung mittlerweile. Also haben wir jetzt noch das dritte, vierte und fünfte. Und den Keller wahrscheinlich. Weil es waren ja 6 Türen draußen. Ja, das Portal zur nächsten Ebene haben wir bereits gefunden, nur leider ist das nicht betriebsbereit. Ja, ich muss nämlich, wie ich von dem guten Jackmann gesagt bekommen habe, den Schlüssel erst reparieren, den ich hier habe. Da fehlen 3 Edelsteine. Den ersten könnte ich theoretisch bei dem Cambion hier, bei Escaref, bekommen. Das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Ich könnte ihn einfach töten, aber er ist friedlich, lustigerweise, und wir würden uns ein Kartenspiel anbieten, um das hier alles hinzukriegen. Ja, die anderen Edelsteine müssen wir jetzt erstmal finden und dafür müssen wir wieder ins Teleporter-Labyrinth zurück. Yay. Was nicht so entspannend ist. Vor allem, weil hier immer noch böses Viehzeug rumläuft. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Vor allem, wenn hier Leute gefiert werden. Nächstes Mal. Ja. Schon erledigt. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Und hier jemand Fallen auslöst, bis zum geht nicht mehr. Ah. Ja, da durchzukommen, das wird lustig. Und damit meine ich nicht haha lustig, sondern aua lustig. Ja. So, da versuchen wir es jetzt nochmal. Wir haben ja jetzt Schutz vor Furcht, Schutz vor allem Möglichen. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Und damit müssen wir uns jetzt einmal gegen die Sklaven-Todesalpe anlegen und gegen das dämonische Todesalp. Was immer ihr wünscht. Okay, okay. Verstanden. Während ich gleichzeitig Fallen entschärfen muss. So, ich hätte gerne das dämonische Todesalp weg. Ist es jetzt wieder unverletzt? Nein, es ist immer noch verletzt. Aber ich glaube, Zauber wirken nicht auf dich, oder? Los, spuck es aus. Meine Waffe hat keine Wirkung. Meine Waffe hat keine Wirkung. Auf geht's. Schön. Meine Waffe hat keine Wirkung. Gebt mir ein größeres Schwert! Nicht mal... Meine Waffe hat keine Wirkung! Mein Angriff hat keine Wirkung! Keine Wirkung! Gebt mir ein größeres Schwert! Ich warte. Okay, dann müssen jetzt erst die andere Todesalbe mal weg. Torm ruft euch zu sich! Muss wohl was anderes ausprobieren. Okay. Ja, wir haben sie befreit, Gott sei Dank. Wie, du solltest erstmal dich selber genesen. Ist was los?
Ihr zeigt mir Ruhe. Und dann müssen wir Eri heilen. Zeit aufzubrechen. Geht klar. Und endlich mal die Falle loswerden. Ich wette, hier sind noch weitere Fallen. Ja. Sind sie auch. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Immerhin ist versteinert. Gut. Scheiße. Das war der falsche Save. Keine große Herausforderung. Ja? Bacio, Ferre. Ja? Mana, Potentes. Also ja, das ist echt nervig. Beteiligungskoordination wollte ich sagen. Und dann nochmal hier durch. Und dann wiederholen wir das Ganze. Losbuck ist verstanden. Genau, die Falle muss weg. Und die Falle muss weg. Warum ist die Falle zugeschnappt? Ah. Die Dienerin der Natur ist muss wohl was anderes ausprobieren. Muss wohl was anderes ausprobieren. Ach so, weil wir wieder gefeiert wurden. Muss wohl was anderes ausprobieren. Ich habe vergessen, Furchtschutz anzumachen. Mist. Ja? Ja? Bacio Ferere. Chris. Manas Potentes. Die Dienerin der Natur ist bereit. Bacio ja. Was kann ich tun? Das wäre echt geschickt. Das da noch? So, jetzt dadurch. Diesmal haben wir Schutz vor... Ja, vor Furcht. Okay, okay. Verstanden. Das Böse darf nicht weiter wuchern. Los, Buck ist aus. Schön. So. Ich warte. Fallen sind deaktiviert. Wir können auf den Oberbuff die draufkloppen. Für die Gefallenen. Zauber nicht ausgeführt. Sie war Geschöpf und Wesen unter der Wirkung des Zaubers Heiltum. Könnte ich direkt als Heilsiege. Ah! Ich bin bereit. Keldon. Jetzt solltest du enttarnt sein. Ist was los? So, jetzt nimmst du wieder Schaden. Was anderes ausprobieren. Ja, die haben wir befreit. Zeit aufzubrechen?
Geht klar. Es fehlt nur noch die Falle hier oben, in die ich vorhin reingetappt bin. Genau, die da nämlich. Ah, und ich mache einfach mal ein Quicksave, bevor ich noch eine Falle reintappe. Ja, braucht ihr etwas? So, du tust Kedon genesen. Stimmt bei deinen Zaubern eigentlich noch alles? Bei denen ja. Bei denen auch. Wie sieht es bei den anderen Chars aus? Da sieht alles gut aus. Ja, bei Yahira fehlt ein bisschen was, scheinbar. Heilung und... Na, ich habe ein Schild, das ist nie verkehrt. Kriechender Tod. Giftigen Stechen, beißenden Insekten, Spinnen und Tausendfüßern. Diese nimmt Form eines bewegenden Teppichs an und schwärmt über ein großes Gebiet aus. Es bewegt sich auf ihr Ziel zu und kann sich dabei vom Priester entfernen. Wesentlich im Wirkungsbereich geraten, erhalten einen Rettungswurf gegen Odin-Waffen. Wenn sie erfolgreich sind, leiden sie nur die halbe Wirkungsdauer unter den Auswirkungen. Also die bösen Insekten. Was habe ich hier noch? Natürliche Schönheit. Der Zauberer verwandelt sich für andere in das Schönheitsideal der jeweiligen Person. Für Männer ist das normalerweise eine Nymphe. Bei Frauen hängt die Entscheidung von ihrem Geschmack ab. Das ist ein bisschen sexistisch, ganz ehrlich. Jeder, der den so verwandelten Zaubernden sieht, muss einen Rettungsbewusstsein gegen Zauber bestehen. Er scheitert, stirbt, weil er sich so verzweifelt nach diesem archetypischen Wunschbild sehnt, aber gleichzeitig weiß, dass er es nie erreichen wird. Jene Wesen, der Rettungswurf erfolgreich ist, werden dennoch mit Blindheit geschlagen, wenn sie den Ruinen sehen. Diese muss auf normalem Weg gebannt oder geheilt werden. Die Verwandlung ist augenblicklich und hält nur wenige Sekunden an. Alle in der Nähe des Ruinen werden betroffen, außer den Gruppenmitgliedern. Oh, das ist böse. Nee, bleiben wir beim Archontenschild. Ich warte, wenn ihr es wollt. Ein Speer und ein Ring. Ein Tagebuch. Und ein Spitzbubenstein. Weiße Drachenschuppen. Ja, natürlich. Und ein Titanit. Okay, das geht mal zu Imoen. Das zu Yahira. Das geht alles zu Eri zum Identifizieren. Hierbei handelt es sich um eine große Menge mit Eis überzogener Drachenschuppen, die von einem weißen Drachen stammen. Und man sagt, man könnte daraus aus derartigen Schuppen eine mächtige Rüstung schmieden. Ja, Kespena, das ist wieder mal dein Aufgabengebiet. Bolzen. Noch so ein Zauberschlagstab, ein Bastardschwert und ein Speer, okay. Okay, das Tagebuch und das lesen wir gleich. Erst gucken, dass hier alles in Ordnung ist. Fragt, wenn es das ist, was ihr wollt. Gut, noch ein Quicksave. Dann mal kurz gucken, hervorheben. Ja, hier oben liegt noch was. Herum. Plattenpanzer. Und mehr Bolzen plus 1. Okay. Gut, mal gucken, wo uns der Port hinbringt. Waren wir hier schon mal? Euer Wunsch ist mein Begehr. Wenn wir ja gleich sehen, ob uns der Port wieder dahin zurückbringt, wo wir gerade waren.
Ja. Keine große Herausforderung. Und ich bin ja eigentlich doof. Ich kann doch hier. Um.